Zhao Yichen bekam durch die Terrigen Cloud druckmanipulierende Kräfte. Dadurch konnte sie zum Beispiel den Luftdruck nutzen, um Kraftfelder zu erschaffen, Gegenstände und Gegner hart attackieren und sogar den Blutdruck von Personen kontrollieren, was tödliche Folgen haben konnte. Nach der Terrigenesis wollte das chinesische Militär sie als Waffe für eigene Zwecke festnehmen. Doch der Reader kam zur Hilfe und holte sie aus ihrer Heimat weg und der Abschied fiel ihr nicht sonderlich schwer. Reader brachte die New Human aufgrund seines Vertrages mit der Anilux Corporation nach Italien, wo diese Zhao Yi als neuen Körper für Capo nutzen wollten, was aber Reader dann doch nicht zuließ und sie wieder befreite. Aizo, wie sie sich selbst benannt hatte, fand Zuflucht in New Atalan, wo Königin Medusa und Co. sie beschützten und andere New Humans sie willkommen hießen. In der Folgezeit machte sie sich bei den Royals und Inhumans nicht nur durch ihre Art beliebt, sie konnte auch mehrfach ihren Wert unter Beweis stellen. Egal, ob es der Kang Ahura-Vorfall war, wo sie die Königsfamilie direkt unterstützte, der erneute Angriff vom Capo, die Attacke von Tony Starks neuer Iron Legion auf New Atalan oder ihre Arbeit als Teamleader der New Atalan Security Force. Sie bewies immer wieder, dass sie eine großartige Taktikerin und Anführerin war und einen mehr als brillanten Verstand besaß. Daher wurde sie auch von Medusa an die Seite von Hank McCoy gestellt, um eine Lösung für das Terrigen Cloud Problem der X-Men zu finden. Als es daraufhin zur Auseinandersetzung zwischen den Inhumans und den Mutanten kam, schlüpfte Aizo in die Leader-Rolle für die von den X-Men nicht entdeckten New Humans und konnte so mit ihrem Team die Technik entwickeln, die die Terrigen Cloud vernichten und die Kämpfe zwischen den beiden Seiten beenden sollte. Weil Medusa und die Royals hier nach eigene Pläne verfolgen wollten und auch ein Zeitpunkt der Revolution für die Inhumans gekommen war, wurde Aizo nach all ihren Leistungen und auch weil sie bei vielen Inhumans hervorragend ankam, zur Übergangsregentin ihres Volkes, plante aber direkt, die ersten Wahlen seit über 20.000 Jahren abzuhalten.